Toresatz am 31. Spieltag. Mit vielen hart umkämpften Partien, aber auch dem höchsten Sieg der Saison. Wir starten in die Freitagsspiele mit dem Lokalderby zwischen Eddersheim und Walldorf. Die Sportplätze beider Teams liegen nur 12 Kilometer voneinander entfernt. Die Gäste können keine ihrer vielen Chancen in den Anfangsminuten verwerten. Stattdessen stürmt jetzt der FCE in Rot. Kohlbacher mit Tempo, Reuter, Zirbus pariert, freies Netz für Rottenau. Walldorf macht das Spiel, doch Eddersheim holt sich die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel, Walldorf klärt auf der Linie, befreit sich und schaltet um. Vogler zieht an. Menat Gier lässt den Gegner ins Leere laufen und versenkt. Nach 65 Minuten ist alles wieder offen. Beide wollen den Derby-Sieg und liefern sich jetzt einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Doch es bleibt beim 1:1. Für Eddersheim ein wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf gegen den 7. Walldorf. Griesheim in Weiß schafft es in der 33. Minute gegen Gießen nicht hinten rauszuspielen. Die Gäste schalten direkt um. Gorbunov auf Meingart. Pfosten! Filsinger staubt ab. Der FC Gießen im Meisterrennen wird seiner Favoritenrolle gerecht und führt beim Tabellenzwölften. Nach der Pause verteidigt die Chiemen-Elf wieder aggressiv und kann umschalten. Filsinger macht Meter. Abdelghani auf Beal. 2:0. Ein schöner Treffer aus der Distanz, aber Beal ist auch komplett frei und Derwein im Tor hätte den parieren müssen. So platziert war der nicht. Auch wenn der Gegentreffer vermeidbar war, macht Griesheim dem Tabellenzweiten das Spiel nicht leicht. Flanken nicht möglich, es braucht einen anderen Weg, vielleicht über Aikir. Aikir mit Gefühl und der passt so perfekt. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Der beidfüßige Dribbler technisch brillant mit links. Nur noch 2:1. Griesheim drückt jetzt auf den Ausgleich, doch verrennt sich in der stabilen Gießener Defensive. Der FCG schaltet um. Rodriguez bleibt robust. Meingart. Wieder Rodriguez und wieder sieht Derwein unglücklich aus. Der 19-jährige Lian Rodriguez kam heute wie so oft nur für ein paar Minuten von der Bank und erzielt sein erstes Lotto-Hessenliga-Tor. Mit seinem tollen Dribbling bereitet er sich den Treffer quasi selbst vor und empfiehlt sich für mehr Spielzeit. Gießen erkämpft sich in Griesheim ein 3:1. Frankfurts U21 muss jetzt am Samstagmittag nachlegen, um Gießen weiter auf Distanz zu halten. Gegen Aufsteiger unter Flockenbach gelingt das von Beginn an gut. Die Eintracht in Weiß sofort dominant. Ferry zunächst gestoppt, Gotra schaltet am schnellsten und nagelt den Ball unter die Latte. Noch bevor ein unter Flockenbacher Defensivspieler reagieren kann. 1:0 Eintracht. Wenig später. Lune. Doppelpass mit Ferry. Lune tankt sich durch. 2:0. Die SVU-Verteidiger benutzt der marokkanische U20-Nationalspieler wie Slalomstangen. Freistoß Eintracht. Lune läuft an. Und macht den direkt. Platziert ins lange Eck. Auch aus der Distanz überzeugt das 18-jährige Mittelfeldtalent mit seiner Technik. Mit 3:0 zur Halbzeitpause ist das Spiel schon so gut wie entschieden. Nach dem Seitenwechsel Ecke SGE. Die Flockies kriegen den Ball nicht raus. Wachs auf Brauburger, 4:0.
Bis zur Pause hat es der SVU noch geschafft, den Rückstand in Grenzen zu halten. Doch jetzt beginnt das Kartenhaus der Odenwälder völlig zusammenzufallen. Unter Flockenbach erspielt sich im gesamten Spiel nur einen Torschuss. Offensiv finden die Gäste keinen Weg durch Frankfurts Abwehr. Stattdessen die Adlerträger mit dem Ballgewinn. Lune macht Tempo, steckt durch auf Nacho. Der schickt Heckhoff ins Leere, umkurvt Keeperschütz und verwandelt aus spitzem Winkel. 5:0. Der ligaweite Top-Torjäger mit seinem 22. Saisontor. 5 Minuten später Absturz Flockies. Der Ball kommt postwendend zurück. Lune schickt Bobson. Eigentor! Simanes kommt vor Nacho an den Ball, kann das Unvermeidbare aber nicht verhindern. Die junge Glibo-Elf mit Tempovorteilen überrollt die Flockies abermals. 72. Wieder trägt Lune den Ball vor. Umkurvt Simanes. 7:0. Medi Lune läuft abermals Slalom durch den Unterflockenbacher Strafraum. Der gebürtige Hanauer mit dem Hattrick und seinem 9. Saisontor. Erinnerungsfoto mit Kumpel Bobson. 5 Minuten später, Schütz schlägt den Ball raus. Den erobert Baum. Casaniti. 8:0, zweites Saisontor für den ehemaligen Dreieicher. 2 Minuten darauf, wieder Frankfurt im Vormarsch. Casaniti mit dem 9:0. Frankfurt spielt sich in einen Rausch, es klingelt jetzt im Minutentakt. Amiri eingewechselt, auf Ali Kiel ebenfalls eingewechselt, 10:0. Das ist selbst der häufig dominanten Eintracht noch nicht gelungen. Erstmals in dieser Saison haben wir ein zweistelliges Ergebnis. Ecke Frankfurt. Die Flockies kriegen den Ball nicht raus. Und dann trifft Johnson Amiri an der Hüfte. Sein Bein ist viel zu hoch, 11 Meter für Frankfurt. Schiedsrichter Rabe hat keine andere Wahl. Der Gefaulte schießt selbst. Und verlädt Torhüter Schütz. Der Cousin von Leverkusens Bundesliga-Profi Nadim Amiri mit dem 11:0. Und es ist noch nicht Schluss. Dijanovic einmal um die eigene Achse auf Casaniti. Für Baum, Premierentor für den 17-jährigen Debütanten in seinem ersten Spiel für die U21. Der Endstand 12:0. Ein Sieg, der allen Frankfurtern genauso gut schmecken wird wie grüne Soße und Äppelweih. Ihre Eintracht präsentiert sich wie ein Regionalligist. Für die Flockies gibt es noch viel zu tun im Abstiegskampf. Alzenau im sicheren Mittelfeld empfängt Stadt Allendorf, die noch auf die Spitzenplätze schielen. Der bessere Start gelingt den Gästen in Schwarz. Markovic nach 20 Minuten mit dem 0:1. Alzenau bis hierhin komplett wehrlos, muss Ende der ersten Hälfte wieder zurückarbeiten. Williams scheitert an Endres. Häuser macht den Ball nochmal heiß. Satorov-Volley mit 2:0 geht's in die Kabine. Aus der kommt Alzenau jetzt wie verwandelt. Fächer zieht das Foul gegen Ferreira Mino. 11 Meter für die Bayern. Weiß gegen Endres. Der Winterneuzugang verlädt den Torhüter. Nur noch 1:2. Ecke Alzenau. Makai Volley zum 2:2. Während Stadt Allendorf die erste Hälfte dominiert hat, drückt der FCB der zweiten seinen Stempel auf. Das Remis geht in Ordnung. Türkgücü Friedberg konnte nach dem Sieg gegen Frankfurt Mitte März seit 3 Spielen nicht mehr gewinnen. Gegen Hanau braucht es dringend wieder einen Dreier, um oben dran zu bleiben. Doch zunächst schirmt Hanau in Weiß. Ferokoski lässt sich auf Kalata. Sumak verrennt sich.
Kalata geblockt. Senvolley zum 1:0. Ein tolles Tor zur Führung für den Tabellenachten. Wieder liegt Türkgücü zurück. In der zweiten Hälfte wehren sich die Gäste. Reljic auf Yilmaz. Türkgücü gleicht aus. Wir springen in die Crunch-Time. Türkgücü kann umschalten. Reljic schickt Michel. 2:1. Eine abermalige Koproduktion des eingespielten Sturmduos dreht das Spiel. Die 93er müssen jetzt alles nach vorne werfen und das tun sie auch. Ferukoski, Tor! Bejic war wohl nicht mehr dran. Ferukoskis Flanke verirrt sich ins Netz. Das Spiel endet mit 2:2. Trotz später Führung zieht sich der Friedberger Eintracht Blues weiter. Im Abstiegsduell zwischen Dietkirchen und Waldgirmes starten wir in der zweiten Hälfte. Der TuS in Rot im Vormarsch. Schmitz. Waldgirmes bringt den Ball nicht raus. Der Schuss von Cicciatelli passt perfekt. 1:0 für den TuS. Doch die Antwort des SCW folgt schnell. Bartelt. Erben mit dem Ausgleich. Die Lebensversicherung des SCW sorgt dafür, dass die Gäste wenigstens einen Punkt mit nach Hause nehmen. So hält der SCW den TuS im Tabellenkeller zumindest auf Abstand. Für Dietkirchen ist der Punkt zu wenig. Mit Weidenhausen und Erlensee treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt beide im Abstiegskampf regelmäßig gepunktet haben. Der bessere Start gelingt Erlensee in Blau. Dann bleibt Zweikampf stark und verwandelt aus spitzem Winkel zur Gästeführung. 10 Minuten später Freistoß Adler. Schneider drückt den über die Linie. Alles wieder offen. In der zweiten Hälfte kann Erlensee umschalten. Damm hat Platz. Damm gibt Gas. Damm überwindet Keeper Klotsch. Torschütze ist Awanchino, der zur Sicherheit noch einschiebt. Erneut führt der erste FC. Einwurf Adler. Leichter Kontakt von Mohn. Schiedsrichter sagt weiterspielen und Erlensee schaltet wieder schnell. Damm schickt Awanchino. Zurück auf Damm. 3:1. Ein tolles Spiel der beiden Offensivkräfte beschert Erlensee den nächsten Dreier. Damit holt die Breideband 11-23 von 30 Punkten aus den letzten 10 Spielen. In dieser Verfassung dürfte Erlensee wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Weidenhausen muss weiter nach unten schauen. Der KSV Baunatal in Rot muss gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Steinbach 2 in Weiß erstmal zurückarbeiten. Ampadu schickt Theis. 1:0 für den Underdog. 79. Minute. Mittlerweile wird hier 10 gegen 9 gespielt, da ein Baunataler und gleich zwei Steinbacher gelb-rot sehen. Trotz Unterzahl stürmt wieder Steinbach. Theis setzt sich durch. Diesmal uneigennützig für Ampadu. Erneut endet eine Koproduktion der beiden Steinbacher in einem Torerfolg. 2:0. Baunatal in Überzahl drückt auf den Anschluss. Flanke Recker, Müller fälscht ab am Tor vorbei, doch der Ball ist noch heiß. Lorenzoni mit dem 1:2. Der Ausgleich gelingt Baunatal allerdings nicht mehr. Nach 5 Niederlagen in Serie setzt der TSV Steinbach wieder ein Lebenszeichen. Von denen hat der von vielen tot geglaubte SV Neuhof in letzter Zeit einige gesetzt. Gegen den Aufstiegsaspiranten Fernwald wird das allerdings schwer. Doch der Tabellendritte in Gelb muss erstmal den Rückwärtsgang einlegen. Kovac. Kleinheider pariert zunächst, doch Sabaté verwandelt den Rebound. Der Drittletzte führt gegen den Dritten. Doch Fernwald antwortet schnell, überrollt hier den SVN.
Solak macht's alleine. Nach nicht einmal 2 Minuten gleicht Fernwald aus. Der SVN macht es dem FSV in der Folge lange schwer und er spielt sich selbst einige Chancen. Wir springen in die 82. Minute. Neuhof kriegt den Ball nicht kontrolliert. Grönke auf Strack. Fernwald dreht das Spiel durch 2 Einwechselspieler. Sowohl Grönke als auch Strack kamen beide erst kurz zuvor von der Bank. Kurz vor Schluss Einwurf FSV. Goncalves sichert die Kugel. Grönke. Innenpfosten rein. Wieder trifft ein Joker. Neuhof präsentiert sich stark, doch Fernwald-Coach Bulut wechselt in den Schlussminuten den Sieg ein. Das war der 31. Spieltag, an dem ein Ergebnis ganz besonders ins Auge fällt. Das 12:0 der Eintracht gegen den SVU. Zuletzt gab es dieses Ergebnis im Mai 2019 beim Heimsieg des FC Gießen gegen Türkgücü Friedberg. Gießen stand damals bereits als Meister fest. Aktuell hat Frankfurt im Meisterrennen mit einem jetzt ordentlich aufpolierten Torverhältnis die Nase vorn. Doch auch Gießen hat mit 8 Punkten Rückstand bei 2 Spielen weniger noch realistische Chancen. In der zweiten Tabellenhälfte baut sich Erlensee ein gutes Polster auf die Abstiegsränge auf und zieht mit Eddersheim auf Platz 11 punktgleich. Dietkirchen macht den größten Satz und springt mit einem Unentschieden von 18 auf 16. Allein das zeigt, wie eng das Feld unten ist. Frankfurts Nacho bleibt an der Spitze der Torjägerliste, dicht gefolgt von Felix Erben und Noah Michel. Bereits am Donnerstag erwartet dich eine Mini-Torshow mit dem Nachholspiel Hanau gegen Waldorf. Bis dahin, komm gut durch die Woche.